Hallo und herzlich willkommen bei Inside the Week. In diesem Video besprechen wir unsere Handelsergebnisse im Rohstoffen-Future-Handel nach COT-Daten. Das Handelsergebnis für unsere COT-Strategie beträgt für Kalenderwoche 10 0. Wir haben kein Geld verdient, kein Geld verloren. Für unsere Champion-Strategie beträgt das Handelsergebnis minus 236 und Gesamtergebnis somit ebenfalls minus 236. Schauen wir uns an, wie das Handelsergebnis zusammenkommt. Wir fangen mit unserer ersten Strategie an. Wir haben die Kalenderwoche 9 beschlossen mit einem leeren Portfolio. Mit demselben Portfolio sind wir auch logischerweise in die Kalenderwoche 10 gestartet. Und zum Ende der Kalenderwoche 10 hatten wir in unserem Portfolio 2 Positionen. Wir waren auf dem großen Konto oder wir sind auf dem großen Konto im Gold mit einem Kontrakt Short und aktuell 2030 Dollar im Minus. Wir sind auf dem großen Konto mit einem Kontrakt Long im Benzin und aktuell 3053 Dollar im Plus. Und wir sind auch auf dem kleinen Konto mit einem Mikro-Gold-Kontrakt Short positioniert und aktuell 195 Dollar im Minus. Erste Trade Gasoline. Wir sehen Gasoline Wochenchart. Auf dem Wochenchart haben wir nach Auswertung der COT-Daten unser Kaufsignal bekommen im Einklang mit Seasonal Trend. Aus dem Grund war das Signal auch von guter Qualität. Schauen wir uns das Tageschart an. Auf dem Tageschart haben wir die Korrektur abgewartet, haben wir uns dementsprechend long positioniert, wurden hier auch getriggert, sind hier aktuell mit einem Kontrakt im Markt und warten hier auf unser Kursziel. Nächste Trade war im Gold. Im Gold sehen wir auf dem Wochenchart einen Trendwechsel. Wir hatten hier kein Verkaufssignal. Wir hatten ein Verkaufssignal im Silber, haben uns aber entschlossen, Gold zu handeln, weil Gold bereits schon eine Bewegung nach unten durchläuft und der Seasonal Trend ebenfalls hier fallend ist. So, auf dem Tageschart haben wir ebenfalls Korrektur abgewartet, wurden hier am Freitag getriggert. Der Kurs ging am Freitag nochmal zurück, aber viele wissen, dass Gold am Freitag gewöhnlich stark ist. Es gibt sogar eine Strategie, die nur an diesem Tag handelt. Das ist eine Long-Strategie und deswegen gehen wir davon aus, dass wir am Montag hier erneut tiefere Kurse sehen werden und unsere Position hier im Plus läuft. Sollte das nicht der Fall sein, ist unsere Position abgesichert, unser Stopp-Blick auf dem Hoch vom Donnerstag. Wie bereits schon besprochen, wir haben denselben Trade auch auf dem Kleinkonto gemacht. Aktuell dort auch mit einem Mikrokontrakt Short im Markt und auch hier ist die Position aktuell im Minus. COT-Strategie 2, sogenannte Champion-Strategie. Die Kalenderwoche 9 haben wir geschlossen mit 2 Positionen in unserem Portfolio. Beide waren Long-Positionen, wir waren 3 Kontrakte Long im Zucker und ein Kontrakt Long in Sojabinöl. Auf unserer Seite kann man nochmal ansehen, welche Ergebnisse wir bei den Trades hatten, die wir letzte Woche noch in unserem Portfolio hatten. Und zwar, wir waren in Sojabinöl, damit haben wir 1722 Dollar Gewinn erzielt. Und im Zucker wurden wir ausgestoppt mit einem Verlust in Höhe von 1958 Dollar. Wir haben aber unter der Woche einen Reentry gemacht und befinden uns aktuell nochmal long im Markt, dieses Mal aber mit 4 Kontrakten. Die Woche schließen wir somit mit einem leichten Verlust in Höhe von 236 Dollar. An sich kann man sagen, hat sich auf dem Konto nicht viel getan. Das Portfolio sieht aktuell ganz gut aus für die nächste Woche. Schauen wir, ob wir diesen Buchgewinn auch halten können und ob Zucker uns nicht erneut das Bild verschlechtert. Aber wie gesagt, das wissen wir erst nächste Woche bei nächsten Handelsergebnissen am Sonntag. Wie immer zum Schluss Rohstoffindex. Aktuell sehen wir, bei Rohstoffindex passiert nicht viel. Der Index läuft seitwärts. Wir sehen auch bei vielen Grains, dass da aktuell auch die Märkte seitwärts laufen. Ob das jetzt ein Trendwechsel sein wird, werden wir sehen. Wir beobachten diese Märkte. Sollten die Märkte dann drehen, werden wir mit unseren Short Trades dort dabei sein, weil wir haben in diesen Märkten auch viele Verkaufssignale. Wichtig ist hierbei, das richtige Timing abzuwarten. Deswegen warten wir ganz geduldig auf die passende Situation.
Das war's von uns für diese Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Langsam beginnen die Märkte etwas lebendiger zu werden. Wir bekommen auch mehr Trading-Möglichkeiten. Das erste Quartal geht zu Ende. Im zweiten Quartal performen wir gewöhnlich besser. Darauf freue ich mich. Wie die Ergebnisse letztendlich aussehen werden, werde ich wie immer hier in Sonntagsvideos aufzeigen. Nochmal, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen gute Vorbereitung auf die nächste Handelswoche, viele gute Trades und denk wie immer an die Risiken und an die Diversifikation. Das sind die Schlüssel zum Erfolg im Trading. In diesem Sinne, bis zum nächsten Sonntag.